meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Raid-Folge von Pokémon Purpur zusammen mit dem Kai. Servus. Ja, wieder ein spezielles Pokémon unterwegs, beziehungsweise zwei. Eins davon muss ich alleine machen. Ach, da hast du mir dein Pokémon entgegengeschickt. Ja, haben sich die Giragi hinter dir außer Gefecht gesetzt. Wolltest den Kampf verhindern, ne? Also ja, es sind gerade wieder zwei legendäre Pokémon unterwegs in den Raids. Und eins davon machen wir zusammen, das andere muss ich leider Gottes alleine machen, weil es wieder nur Karmesin ist und es sehr unwahrscheinlich ist, dass wir es schaffen, in eine Lobby zusammen da zu kommen. Aber zumindest das sollten wir zusammen hinbekommen, ne? Ja, ja. Weil diesmal ist es keine Stufe 7er Raid, sondern nur ein 5er. Und zwar haben wir gleich Dialga vor uns. Karmesin wäre Palkia übrigens. Dialga. Komm auch permanent durcheinander, Palkia, Dialga. Ja. Jetzt. Ich komme auch ständig da durcheinander, wenn irgendwas eigen ist. Jetzt schickst du Epitaph los. Aber vorher ja. Habt ihr natürlich jetzt ein paar Pokédex-Einträge vor euch. Über mir und Kai ist natürlich hier der Zeitstempel, wenn ihr die überspringen wollt. Und Kai macht einfach mal den Anfang und ich lege dann hinterher. Elekid. Es lässt seine Arme kreisen, um Elektrizität zu generieren. Doch da es schnell müde wird, erzeugt es nur eine kleine Menge. Rabautz. Um immer stärker zu werden, stellt es seinen Körper wie besessen und fordert absolut jeden zum Kampf heraus, der ihm über den Weg läuft. Kikli. Es kann die Bänder in seinen Beinen nach Belieben dehnen und zusammenziehen, wodurch sich die Reichweite seiner Tritte verdoppelt. Okay. Sehr elastische Beine. Ich finde das Bild cool. Mit Capoeira im Kampf. Mhm. Rotomor. Es führt seine beiden Klauen zusammen, dreht sich rasend schnell um die eigene Achse und gräbt sich ratzfatz durch das Erreich. Ja, das glaube ich dem Pokémon. Stahlebohr. Seine zu Stahl weiterentwickelten Bohrer sind kräftig genug, um Eisenplatten zu durchbohren. Beim Tunnelbau ist es sehr hilfreich. Naja, ich weiß ja nicht, ne? Eisenplatten halten ja schon ein bisschen was aus. Ich mag Stahlebohr, ich benutze es gerne. Ja, das hat eins meiner Pokémon direkt zu Anfang auch weggereckt. Golbit, es wird seit uralten Zeiten durch eine Energie rätselhaften Ursprungs angetrieben. Manche gehen davon aus, dass diese bald erschöpft ist. Oh. Das Pokémon kann einem leid tun. Golgantes. Ein uraltes Volk erschuf es als Hüter von Pokémon und Menschen. Es wird durch eine rätselhafte Energie angetrieben. Das Pokémon finde ich ultra cool. Ist auch cool, wenn es nicht so kackenlangsam wäre dabei. So, jetzt habe ich noch meine Einträge vor mir. Okay, hier mein erstes Pokémon. Axanthor, das Axt-Pokémon. Dieses grobe, ungehobelte und aggressive Pokémon wirbelt wild mit seinen wuchtigen Äxten aus Stein, um Beute niederzustrecken. Ist übrigens eine der neuen Entwicklungsstufen von Sichlor. Die Entwicklungs-Item gibt's hier aber leider nicht. Das gibt's nur bei Legenden Arceus. So, als nächstes Iskala, das Rotations-Pokémon. Steht das Kopf für seine Blutzirkulation angeregt und seinen Verstand geschärft, was die Stärke seiner Psychoattacken deutlich ansteigen lässt. Wenn ihr das Pokémon entwickeln wollt, übrigens Konsole einmal auf den Kopf drehen und entwickeln lassen. Beziehungsweise gibt ihm Level up, ab Level 30. Da wird es nämlich zu Calamanero, den Inversions-Pokémon. Es lässt das Muster auf seinem Körper blinken, um seine Gegner zu hypnotisieren und sie so nach Belieben kontrollieren zu können. Glumanda, das Echsen-Pokémon. Er ist es gesund, strahlt die Flamme an seiner Schwanzspitze leuchtend hell und erlischt selbst dann nicht, wenn sie ein wenig nass wird. Und Glutexo, auch das Flammen-Pokémon. Glutexo hat ein hitziges Gemüt und sucht ständig nach Gegnern. Es beruhigt sich nur, wenn es gewinnt. Elisewa, das Hochspannungs-Pokémon. Es bevorzugt Gebiete, in denen häufig Blitze einschlagen. Diese fängt es mit seiner Mähne, um ihre Energie in seinem Körper zu horten. Und das letzte Pokémon, das heute vorgelesen wird, Zebritz, das Donnerkeil-Pokémon. Hören Sie Donnergrollen, jagen Sie in der Herde in den Gewitterwolken hinterher, damit die Elisewa in ihren Reihen daraus Strom tanken können. So, mein Espinodon schläft schon bereits. Das heißt, wir ziehen jetzt in den Kampf, bevor es endgültig einpennt.
Es wird bestimmt nicht räudig, das Pokémon hier zu besiegen. Ich habe jedenfalls den Raid jetzt hier gerade bei mir gestartet. Die Eingabe, ich wiederhole es nochmal, werde ich ohne Kai suchen. Weil, ja, das wird Stunden dauern, eventuell, bis ich da eine anständige Lobby kriege. Und das will ich den Kai nicht nochmal antun. Das hat bei Mewtwo schon den Bogen überspannt, fand ich. Das war aber auch zum Kotzen. Ja, Mewtwo war hart. Aber Dialga solltest du eigentlich innerhalb von einer Lobby schaffen. Mit Epitaph? Ja, mit Epitaph. Ich benutze Epitaph für so ziemlich jeden Raid. Ich bleib mal bei Espinode, und damit ich sehr effektive Attacken habe. Ich weiß, dass es nicht unbedingt produktiv ist, wenn man bedenkt, dass es auch ein Drache ist. Wenn du uns den Timer zerlegst, bin ich sauer. Dann wächst sich halt einfach danach das Pokémon. Das ist eigentlich so laut. Hast du eine neue Frisur? Nee, ich habe nur meine Maske. Nee, ich habe nur die Maske nicht auf, weil ich die Blaubeeruniform anhab. Erdanziehung? Okay, Fliegen unten sind. Eishapfen, los! Nein, das wollte ich verhindern. Regentanz? Also klar, du bist ein Wasser-Pokémon noch nebenbei, aber das bringt dir hier doch gar nichts. Mach dich auf Hydropumpen gefasst. Ja, Hydropumpen jocken meinen Drachen ja kaum. Agrostella hat das vergiftet. Hat es bei mir, wird es noch nicht angezeigt. Ah, jetzt sehe ich's. Das ist dieser berühmt-berüchtigte Leck in diesem Spiel. Was war heftiger bei ihm? Physisch oder hier Spezialangriff? Wenn man drauf gehen will. Das. Also wenn man ihm mehr schaden will. Das kann ich dir aus dem Kopf jetzt nicht sagen. Ist nicht wirklich so, als ob irgendwer von uns eine Statuserhöhung gehabt hätte. Ich hätte mich boosten können, aber ich habe es nicht getan. So, Terrakristallisierung auf Eis. Ich habe es extra auf Eis gemacht, weil das sollte besser funktionieren hier. Ja, du bist immun gegen die Feuerattacken, du verlierst den Drachentypen, das ist sogar ziemlich clever. Nee, Feuer ist doch, glaube ich, stark gegen Eis. Ja, aber wenn du Thermowandel hast, wirst du durch die Feuerattacke nur gestärkt. Hatte ich Thermowandel? Nein, ich hatte es nicht. Okay. Dann. Aber dadurch, dass es regnet, ist der Feuersturm nicht so super gefährlich für dich. Ich mach mal eine Heilung für uns alle, ne? Passt ja, ne? Ja, Muschelglocke lässt grüßen. Ja, dadurch, dass die Muschelglocke heilt, basierend auf dem Schaden, den ich mache. Und da immer die Zornesfrost mit jedem Angriff stärker wird. Ein Angriff und ich bin down. Drakometeor. Natürlich kannst du Drakometeor. Das ist aber auch praktisch, weil es sich einfach dadurch selber debufft. Bis er die Effekte wegnimmt. Okay, wieder so, Regentanz. Oh. Jetzt frischt es den Regen wieder auf. Okay, mittlerweile machst du immensen Damage. Sonst was ballert halt so. Ich rase einmal kurz in Pike hier rein, ne? Hui! Okay, die Barriere ist weg. Das sehe ich noch nicht. Bei mir ist gerade erst der Raid. Och nö, nicht schon wieder Drakometeor. Jetzt ist die Barriere weg. Ey, ich mach noch mal eine Heilung. Zornes Faust. Bang. Ich heile dich mal direkt mit. Wie die Muschelglocke einfach fast 300 Leben wiederherstellt. Ja, die kann schon krass sein.
dadurch, dass die Terra-Viecher so viel Leben haben, ist die Muschelglocke so broken dabei. Oh, ein Feuersturm, solange ich jetzt nicht brenne, ist mir das egal. Donner. Ah, zum Glück keine Paralyse. Bei mir ist es schon down. Laut der Anzeige. Jetzt ist es bei mir gefallen. Und ich bin voll live. Ich komme mit voll live aus dem Kampf. Oh nein, ich setze mir noch mal einen Donner drauf. Geh jetzt sterben. Du bist besiegt. Ja, wesentlich einfacher als der Mewtwo Raid. Und mein Palkia verschwindet irgendwohin, weil ich es nicht mehr fangen kann. Weil ich das schon getan habe. Aber bei mir fliegt jetzt der Hyperball. Wenn sowas ist, dann fange ich die mal mit dem Pokéball, weil das garantierte Fänge sind. Ja, aber ich nehme es für den Style-Faktor. Bin gerade ins Wasser gefallen. Ich sag mal so, bei Ogapon habe ich auch den Ultraball geworfen. Oh, gibt's aber schöne Bonbons. Welche Themen ist das? Ich glaube, dürfte glaube ich Draco-Meteor sein. 169. Boah, der hat ja richtig viele Bonbons gedroppt. Ich suche mal eben kurz in der Pokebox. Hier, Palkia, Level 75. Welche Nummer? 169. Ach, 169. Hat das einfach alle typisch stärksten Spezialattacken einfach Intus? Jupp. Drakomet, 100 Mal. Telepathie. Das Pokémon erkennt die Angriffe von Mitstreitern und weicht ihnen aus. Ja, ja, ist halt gut wegen Erdbeben und sowas, ne? Richtig. So, dann einmal in die Sand. Und dann einmal zur Blau. War das jetzt wirklich Drakometeor? Ja. War der Draco. So, und wie gesagt, für das andere Pokémon, den darf ich jetzt wahrscheinlich Ewigkeiten suchen. Das werde ich dann alleine aufnehmen. Außer du willst die 2 Stunden nochmal im Call deswegen verbringen. Nein. Wie gesagt, das nehme ich alleine auf. Also, wir sehen uns beim Dialga-Kampf. Kai, danke ich schon mal hier beim Helfen von Palkia. Naja. Weil meine kommenden Mates werden mich wahrscheinlich übelst enttäuschen. Jo Leute, es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe jetzt endlich hier eine Dialga-Lobby. Hoffen wir mal, dass es gut geht. Ich habe mir jetzt auch mal Epitaph genommen. Werde einfach die Zornesfaust reinspammen, wie sonst was. Also typentechnisch habe ich zumindest keine Nachteile. Hoffen wir mal, dass es was mit Dialga wird. Es hat echt lange gedauert, bis ich eine Lobby gefunden habe, wo ich auch mal beitreten durfte. Ich kriege dann immer so, kannst der Lobby nicht beitreten. Okay, das langsamste zuerst. Wie gesagt, ich spamme die Zornesfaust einfach rein. Ich habe auch Seegesang ausgerüstet, dass mein Epitaph sich durchgehend heilt. Für die, die nicht wissen, wie Zornesfaust funktioniert, sie wird umso stärker, je öfter man die Attacke nutzt. Man könnte das sogar noch mal heftiger machen mit Metronom. Scheint bisher gut zu laufen. Es hat zumindest schon mal die Energie um sich herum. Und der Kampf geht noch gar nicht wirklich lang. Ja, das ist keine Statusveränderung, ne? Mit der Zornesfaust. Ich hätte Kai gerne mit hier in den Kampf gehabt, aber das hätte definitiv nicht funktioniert. Wir hätten Sunny fragen können, aber die Chance, dass Sunny auftaucht, ist zu gering. Terra-Kristallisierung lohnt sich übrigens bei mir nicht, wie ihr sehen könnt. Weil ich da eh nur einen Gift-Typus drauf habe. Ich habe leider noch nicht die Kristalle, um das zu ändern.
Die könnten ruhig mal so langsam oder sicher ihre Terras machen. Bei mir nützt das halt nichts. Also der hat keine Terra-Kristallisierungsladung geklaut, ne? Ich weiß nicht, worauf die warten. Ich könnte so nett sein und das Team heilen. Ich bin so nett und heile die alle mal. Wenigstens einer ist so intelligent, die Terra zu machen. Ich würde es ja nutzen, wenn es bei mir irgendwas nützen würde. Ja, egal, hat wahrscheinlich gerade die negativen Effekte von sich wieder runtergenommen. Kommt, jetzt prügelt mal das... danke. Und nochmal Zornesfaust. Scheint so, als würden wir es schaffen mit dir, Alger. Also selbst jetzt mit meinem K.O. sollten wir es eigentlich noch schaffen. Ich weiß nur nicht, warum das Azumere Wasser anstatt Fee drauf hat, aber die Alger hat ja funktioniert. Ja, das waren die aktuellen Terra-Legendäre. Es wird demnächst nochmal welche geben. Aber diese Special haben wir damit dann auf jeden Fall. Ich will es nochmal erwähnen. Terra-Raid-Folgen kriegt ihr nur, wenn es sich um legendäre Pokémon handelt. Und damit habe ich die Alger. Wie gesagt, hat lange gedauert, bis ich die eine Schlacht hatte. Mein Gott, ich will auch so fliegen wie du. Was muss ich denn dafür machen? Du musst, glaube ich, nach der Story nur noch mal in den Raum von der Liga AG und mit der Stahltrainer, mit dem Stahltop 4, mit der Stahltop 4 Tussi reden. Jo, willkommen zurück. Nö, Leute. Hallo. Zu einem weiteren Raid-Abenteuer. Ich hänge das hier einfach an die andere Raid-Folge hier mit dran, weil es gibt noch einen weiteren legendären Raid vor uns. Kai ist mal wieder hier und unterstützt mich. Er steht schon mit mir hier an dem Kristall. Und zwar, wir haben ja letztes Mal Eisenhaupt und Eisen... wie hieß das andere Eisenvieh nochmal? Eisenfels gefangen. Und heute ist das dritte Eisentier aus der Richtung dran. Ich denke irgendwie die ganze Zeit an Eisenmoge. Was war es nochmal? Eisenblatt. Danke. So, ich habe den Raid schon mal gestartet. Wie beim letzten Mal bei dem Raid hier mit dem Eisenblatt unterstützt mich der Kai. Bei dem anderen ist er leider nicht da, weil, ja, Karmesin und... Da die Wahrscheinlichkeit, dass wir gemeinsam in eine Lobby kommen, ist eher unwahrscheinlich. Und ich will den Kai das nicht antun, nochmal hier stundenlang zuschauen zu müssen. Im Übrigen, warum hänge ich das an den anderen Raid mit dran? Wir beide, die Epitaph Crew... ganz einfach, es ist nur ein 5er Raid und der wird wahrscheinlich nicht besonders lange dauern. Und damit ihr kein 10 Minuten Video habt, also maximal 10 Minuten, kommt das halt an die andere Folge dran. Weil Einträge sind wir ja schon durch. Im Übrigen, Kai
liefert mir die anderen beiden Pokémon, sobald er sie selber hat. Also die Einträge kriegt ihr dann. So, bist du bereit, Kai? Ich bin bereit. Du bist bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich muss mir eine Flasche, ich brauche was zu trinken. Oh, das blendet immer. Ne, Kai? Die blenden einen immer. Staraptor ist praktisch mit dem Bedroher. Swirlord. Was findest du cooler, Swirlord oder Morlord? Ich mag Swirlord mehr. Ja, auch knuffiger aus. Speed Boost. Okay, es kämpft auf jeden Fall mit Elektrizität, würde ich mal sagen. So, und wir haben beide... Ist dein eine Epitaph kleiner als meins? Ich glaube schon. Das ist der gefährlichste Move, den es momentan drauf hat. Die Psychoschneide. Ja, und jetzt fliegen einfach nur die Zornesfäuste, ne? Oh, Swirlord ist offenbar schon einmal draufgegangen. Ja, als Gifttyp kriegt das von der Psychoschneide fett einen weg. Ach, die Zornesfaust ist toll. Ich habe bei mir Metronom statt Seegesang drauf. Die Flayed. Ein Leben! Ich glaube, mich hat's gar nicht getroffen. Kann gut sein, dass es das auf dir versucht, mir im Schwertanz auch zu boosten. Das Gute bei Zornesfaust ist ja, den positiven Effekt davon können sie dir nicht wegnehmen. Nee, selbst wenn du drauf gehst, kriegst du den Effekt, bleibt der verstärkte Effekt drauf. Staraptor ist der geilste Support, den wir hier haben können. Was macht er denn? Bedroher und Downregen, das hält den Angriff klein. Das Viech hat Schwertanz drauf, das kann sich verstärken bis zum geht nicht mehr. Aber dank Staraptor kriegt er seine Buffs nicht hoch, weil er vom Downregen und vom Bedroher immer klein gehalten wird. Das ist sehr schön. Ich bin übrigens K.O. Ach, ja, du auch. Okay. Ah, das kriegen wir trotzdem hin. Ich werfe mittlerweile meinen Ball wie Ninja. Ich hatte den Ninja-Stil auch drin und dann habe ich auf irgendwas anderes geändert. Ich glaube, ich habe auf den eleganten Stil gewechselt. Das sehe ich ja spätestens, wenn wir mal gegeneinander spielen. Im Übrigen, Leute, nochmal zur Erinnerung. Es sind Folgen geplant, es dauert aber noch. Wir müssen das erst alles vorbereiten. Allein schon die mindestens 20 Pokémon, die wir dafür erstmal vorbereiten müssen. Ich bin schon fleißig bei. Ich habe 3 Teams, bin ich jetzt schon fertig. So, ich habe bei Epitaph übrigens den Stellar-Typen, Leute. Ich bin zu faul, da auf den richtigen Typus zu machen. Also machen wir einfach alles boosten. Du kannst dir die Zornesfaust schenken. Epitaph, es ist schon längst K.O. Das Schlimme ist, ich kann das Viech nicht mehr fangen, weil ich schon eins habe. Er ist ja leider schneller als ich. Los, geh in deinen Ball. Mitte des Jahres gab es das Event schon einmal, da habe ich das Viech geholt. Das habe ich verpennt. Da warst du auch, zu dem Zeitpunkt warst du auch noch nicht wirklich weit in der Geschichte drin. Ja, egal, gefangen ist jetzt gefangen. Die Bonbons, die halten sich ein bisschen zurück. Ja, ich meine TM? Nee, ich glaube nicht. Wie weit war dein Training fortgeschritten? Nicht weit genug. Eisenblatt hat einen Eintrag? Ja. Der zählt nur leider nicht in den Pokédex rein. Naja, vorlesen kann ich ihn trotzdem. Eisenblatt, das Paradox-Pokémon. Im Übrigen, auch wenn das Paradox-Pokémon sind, ist es ja trotzdem mehr oder weniger legendäre. Also zählen die zu den Legendary Hunts. Einige wenigen Augenzeugenberichten zufolge hat dieses Pokémon seinen leuchtenden Schwertern riesige Bäume und Felsen zerkleinert. Okay, mal in die Box.
Ja, und jetzt fehlt nur noch das andere, das ist aber leider Karmazin Only, da kann keiner nicht mehr mitmischen. Also sehen wir uns gleich bei dem Raid, ihr zumindest, bei unten ist es wahrscheinlich ein bisschen später da. Oh, Leute, es hat jetzt ein bisschen gedauert, ne? Aber ich habe endlich das andere Terra-Pokémon gefunden und da ist einer, der definitiv den Timer fressen wird. Kai ist übrigens noch mit im Call, aber er sitzt gerade auf dem Klo. Das Vieh kann übrigens Flammenwurf, also der Oberste, der wird die ganze Zeit sterben, das sage ich jetzt schon. Der wird jetzt im Dauertakt draufgehen. Aber hey, eine halbe Stunde später und ich habe das Vieh jetzt zumindest schon mal im Raid. Kai ist wie gesagt gerade nicht da, der ist aufs Klo gerannt, aber er ist noch da. Im eigentlichen Sinn. So, da ist das zweite Terra-Monster. Das legendäre. Dann kommen wir ja gerade rechtzeitig. Ja, aber der eine wird den Timer runtersammeln. Und das ist sogar der Host. Oh, Sunny Day. Wenn die Katze nicht ihren Typ ändert, tut's weh. Ja, was soll ich denn machen? Ich bin froh, überhaupt mal den Raum gefunden zu haben. Sorry, schon Ewigkeiten überhaupt reinzukommen. Zugabe. Clever. Das ist eine dumme Idee. Ach, du hast kein. Ich habe das Siegesang-Ding drauf. Nee, ich dachte, du hättest Siegeswille drauf. Auf deinem Epitaph. Nee. Na, schade. Ich wusste nicht, dass wie die andere Fähigkeit aussieht von ihm. Ja, ich bin mich am Dauerheilen. Also passt schon. Und die AP von meinem Zornesfaust ist auch weit oben. Ah, die habe ich auch aufs Maximum geschraubt, weil ich sonst gelegentlich nicht auskomme. Okay, das Nachtara, das will nur boosten. Das Nachtara ist sofort, das ist praktisch. Und Maskagato ist da. Ich sagte doch, das stirbt im Dauertakt. Flammenwurf. Kai hat mich vorgewarnt mit dem Flammenwurf, sonst wäre ich hier auch mit Maskagato gewesen. Kannst ja ruhig nutzen, ne? Ist einfach nur ein Angriffsboost. Hydrodampf, das meinst du wahrscheinlich. Nee, das tut auch eine Wasserattacke, die auch in der Sonne wehtut. Wieso greifst du zweimal an? Aua. Ich glaube nicht, dass das was wird. Hier, das sieht nicht gut aus. Aber hey, ja, Windewoge damit zumindest mal gesehen. Einfach mit Tornesfaust weiter draufhauen. Okay, vielleicht ja. Doch noch. Wampitz regeln. Es waren eh keine negativen Effekte auf dir drauf. Komm, Wampitz, baller ihn noch einen weg. Die Zornesfaust macht zwar gut Schaden, aber die anderen beiden müssen regeln jetzt. Terra ganz alt heißt der Maskerat. Kann auch sein, dass es sein erster Kampf mit Windewoge ist. Zornesfaust! Komm, irgendwer von euch muss noch einen Damage drücken. Bitte! Da kommt Wampitz. Wampitz carried. Es ist doch schon längst down. Ah, Wampitz ist stark. Na,
Ach, dieser Ultra-Leck immer, ne? Aber jetzt kommt mein Ball geflogen. Sehr knapp. Das war ultra knapp. Das lag aber nicht an dir. Das lag an Baskagato. Der ist wie oft draufgegangen? Ich hab nicht drauf geachtet. Aber von deiner Einbewusstlosigkeit kann das nicht gelegen haben. Der Timer ist ziemlich übel runtergedeckt. Ich habe Windewoge. Aber irgendwie lieferst du nichts Besonderes mit dir. Möchtest du den Eintrag vorlesen? Nö, nee, mach du dein Video. Windewoge, das Paradox-Pokémon. Es ähnelt einer Illustration aus einer esoterischen Zeitschrift, die ein urzeitliches Suicune abbildet. Was ist mit Suicune passiert? Das ist ein Drache mal war. Und dann einfach zu einem länglichen Fuchs wurde. Jetzt gucke ich mir aber seine Fähigkeit mal eben kurz an. Okay. Der höchste Statuswert, der steigt. Das Ziel wird, das ist die Attacke, die du meintest. Das Ziel wird kraftvoll mit Brodeln und Wasser übergossen. Wilden der Widerwarten sinkt die Stärke der Attacke bei starken Sonnenlicht nicht, sondern steigt um 50%. Und deshalb setzt es als erste Attacke im Kampf immer Sonntag ein, wenn du es im Raid machst. Es lohnt sich wahrscheinlich auch generell, Sonnentag auf das Pokémon drauf zu tun. Ja. Warte mal, ich hole dich mal eben kurz für die Abmontieren nochmal hier so dazu. So, da kommt mein Kollege nochmal zurück. In seiner Matrosenuniform. Mit der coolen Brille. Der wollte für die Abmont nämlich nochmal mit dem Bild sein. Warum sind wir jetzt in Azarilla? Das ist so random, wo man hinkommt. Ja, Leute, das waren zwei weitere Tier-Raids. Kai war dabei beim zweiten. Moralisch. Er zeigt uns nochmal das Suicune. In seiner vollen Pracht. Sollte eigentlich nicht in dir stehen bleiben. Oh, es hat zwei Schwänze in der Version. Mhm. Ich würde dich gern reiten, darf ich? Hält sogar still. Nee, es lässt mich nicht. Ja, Leute. Das war der Raid. Wie gesagt, mit den Versus folgen, das dauert noch ein bisschen. Pokémon müssen noch vorbereitet werden. Und das eine DLC, was jetzt demnächst noch dazu kommt, das wird auch noch durchgedaddelt. Keine Ahnung, wie lang das ist, aber es wird durchgedaddelt. Auf jeden Fall an der Stelle sage ich euch, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo und ein Like da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, Leute. Ciao.